Herzlich willkommen im Podcast von GetDiversity. Hier diskutieren wir aktuelle Themen der strategischen Unternehmensführung und der Wirtschaftspolitik. Mein Gast heute ist Stefanie Züllig. Sie ist Digitalstrategin und ihr Wirkungsfeld sind Smart Cities, Smart Infrastructures und die Technologien, die es dafür braucht, unsere Städte und Infrastrukturen intelligent zu machen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Smart Cities, Smart Infrastructure und den Technologien, die unsere Städte und unsere Lebenswelt intelligent machen. Aber bevor wir hier in Medias Res einsteigen, möchte ich doch noch etwas zu dir erfahren. Wer bist du und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich in deinem Leben so für Gebäudetechnik interessierst? Ja, ich bin quasi schon immer im Bereich Gebäude aufgewachsen, schon unternehmerisch tätig von zu Hause aus, vom Häuslebau bis zu meiner Ausbildung und bin dann bei der Siemens gelandet in der Gebäudetechnik, habe da über 17 Jahre lang gewirkt als Geschäftsleiterin, als Geschäftsentwicklerin im Verkauf. Und ich finde es immer spannend, weil für uns alle ist eines sehr wichtig. Wir verbringen alle bis zu 90% unseres Lebens in Gebäuden. Das wissen viele nicht oder nehmen es weniger wahr. Und ich glaube, allein das macht es auch wert, darüber zu sprechen, dass wir uns komfortabel, sicher und auch geschützt fühlen, egal in welcher Lebensphase und in welchem Gebäude wir uns aufhalten. Und mich hat schon immer auch die Technik, aber auch, ich sage jetzt mal, die Zukunft und die Entwicklung dieser Industrie, Smart Infrastructure, Smart City, alles die Schlagworte, die man heute so hört. Und bin ein Mensch, der sich gerne damit befasst, wie kann man denn die Zukunft aktiv mitgestalten und das als aktive Führungskraft und inzwischen auch mehrfache Verwaltungsrätin in der Schweiz. Du hast ja ein spannendes Portfolio beisammen, eine IT-Firma, eine Elektroplanerfirma und eine Sicherheitsfirma, die auch Gebäudebewachungen macht oder zumindest dafür ist sie hauptsächlich bekannt, die Securitas. Du kannst da also dein Interesse in ganz unterschiedlichen und doch zusammenhängenden Firmen wirklich umsetzen. Wie kam es dazu, dass du heute auch wirklich Digitalstrategin bist? Das ist ja nicht nur Gebäudetechnologie, sondern die ganze Digitalisierung, die dahinter steckt. Das Thema Digitalisierung beschäftigt uns und mich ja schon lange, also damals angefangen schon vor 10, 15 Jahren in der ganzen Automatisierung, in der Gebäudetechnik und auch in der Fertigung. Also ich bin auch viel im Industrie 4.0-Bereich unterwegs. Und ich bin, wie gesagt, da schon sehr lange dabei. Der große Schub Digitalisierung, der kam ja erst wirklich vor ein paar Jahren über die Datenkapazitäten, die man jetzt ganz anders nutzen kann und speichern kann und verwerten kann. Und mich hat das immer fasziniert, vor allem der Schub über neue Technologien umzusetzen in die reale Welt, aber immer eben im Sinne und Nutzen von der Gesellschaft und im Sinne von Nutzen, dass wir unsere Lebensqualität durch Technologie steigern können, erhalten können und auch nicht nur im Gebäude, sondern auch mit den gesundheitlichen Aspekten. Mhm. Gut, super. Dann kommen wir also jetzt sehr gerne zu Smart Cities. Das ist so ein Buzzword, das hört man immer mal wieder. Was bedeuten Smart Cities oder was macht Smart Cities eigentlich aus? Was gehört da dazu? Erzähl mal ein bisschen. Eben, das ist ein wichtiger Punkt, ob jetzt Smart City, Digitalisierung, diese ganzen Schlagworte, wie ich sie immer nenne, die bleiben eigentlich Worthülsen, wenn man sie nicht mit konkreten Inhalten füllt. Und bei einer Smart City sehe ich ganz klar wesentliche Lebensbereiche in Mobilität, im Bereich Wohnen, im Bereich Arbeiten, im Bereich Gesundheit, auch im Bereich Kultur und darüber hinaus natürlich auch die ganzen Anbindungen und die Infrastruktur. Und eine Smart City, rein übersetzt, könnte man ja sagen, das ist eine intelligente Stadt. Es geht um Vernetzung von allen möglichen Bereichen und Datenpunkten, um diese Stadt intelligent zu haben, sprich vernetzt zu haben in dieser ganzen Infrastruktur, in dem Verknüpfen dieser fünf Lebensbereiche, damit wir in einer guten Lebensqualität unser Leben verbringen können und dies auch in einem sicheren, geschützten Rahmen.
Und persönlich bin ich natürlich stolz, auch als Schweizerin in der Schweiz zum Thema Smart City beitragen zu können, weil wir als Schweiz ja auch führend sind in diesem Bereich, innovativ vorangehen, um diese Bereiche zu gestalten und um diesen Weg zukunftsgerecht zu gestalten. Also wenn ich mir das so vorstelle, als Anwendungsbeispiel, ich träume ja schon lange davon, unser Büro liegt neben einem großen Schulhaus, dass wir zum Beispiel während der Sommer- oder Herbstferien, wenn da gar nichts passiert in dem Schulhaus, die Aula oder den Musiksaal nutzen könnten für eine Veranstaltung und so. Und das sind so ganz alltägliche Ideen, die ich hätte, die mein Leben erleichtern würden, um eine Stadt intelligenter zu machen, dass man anfängt, Nutzungen zu überlagern, weil ich sehe das Schulhaus hier 13 Wochen pro Jahr einfach leer stehen. Ja, und das ist genau ein ganz wichtiger Punkt und das ist eine sehr gute Idee deinerseits und das ist genau ein Konzept von Städten und auch darüber hinaus, solche Potenziale zu nutzen. Nicht nur rein von der Kostensicht, wenn man sich überlegt, dass die größten Kosten im Betrieb von Gebäuden und Schulen ist unter anderem, wenn natürlich Leerfläche da ist, die nicht genutzt ist, nicht im Sinne vom Gebäudebetreiber, aber auch im Sinne von uns ist es doch genau wichtig, zu wissen, wo kann ich denn welchen Anlass stattfinden lassen. Und genau das bringt uns auch zu dieser Zukunftsidee oder weiteren Zukunftsideen, bestehende Gebäude und auch neue Gebäude so auszustatten, dass wir sie flexibel nutzen können. Morgens als Bürogebäude und abends zum Beispiel eine Konzerthalle und so weiter. Und das geht natürlich nur, wenn diese Verknüpfung da ist, die Funktionalität vom Gebäude auch dazu gegeben ist, dass man auch Wände verschieben kann und auch die Sicherheit gegeben ist. Das heißt, dass man auch immer wieder weiß, wie viele Leute sind eigentlich vorgesehen, in welchen Bereichen und wenn ein Ernstfall wäre, Worst Case zum Beispiel ein Brand und das Gebäude muss evakuiert werden, dann kann das über diese Vernetzung und über dieses Gebäudemanagementsystem dann auch optimiert und ideal erfolgen. Was hat eigentlich die Covid-Krise mit diesen Smart City-Gedanken gemacht? Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt alle zu Hause sitzen, haben wir sehr viel mehr Leerstände, aber auch Bedürfnisse anderer Art von Menschen, die in zu kleinen Wohnungen leben, um da zu dritt, zu viert im Homeoffice und mit Fernunterricht aktiv zu sein. Also da gibt es ja totale, völlige Bedürfnisverschiebungen. Wo siehst du da die Potenziale in der Zukunft, wo Smart Cities auch wirklich echt was beitragen können, um solche Krisen zu bewältigen? Ja, genau. Also die Krise hat in der Tat mehrere Schübe ausgelöst. Ich sage immer so eine Art Wirkung. Der Digitalisierung hat so die Wirtschaft katalysiert, in Richtung Speed zu geben, in Richtung Verbesserung von Infrastruktur und stabiler Infrastruktur der Vernetzung. Da hast du einen wichtigen, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Sehr viele Menschen von uns sind jetzt daheim im Homeoffice. Zum einen, war das gar nicht so die gelebte Kultur. Inzwischen ist es eine gelebte Kultur, zum einen auch, weil man dazu verpflichtet wird. Und das führt natürlich dazu, dass wir einen Schub kriegen, diese Infrastruktur auch so auszurüsten, damit es überhaupt möglich ist, von daheim zu arbeiten. Und für die Städte bedeutet das natürlich auch, entsprechende Versorgung sicherzustellen. Und es gibt ganz neue Konzepte, also zwei konkrete Beispiele von der Stadt. Es gibt in der Tat auch da weiterhin und mehr Leerstände von Gebäuden, die einfach jetzt während der Krise weniger genutzt werden. Gerade auch im Eventbereich, wo die ganze Branche ja ziemlich zum Stillstand gekommen ist, gibt es Konzepte und auch Modelle in der Schweiz, um diese Leerflächen zu nutzen, sei es in Richtung Urban Farming zu denken, sei es in Richtung Zwischenlager zu denken. Und auch im Bereich der Sicherheit ist es ja trotzdem so, dass Gebäude überwacht werden müssen, auch wenn nicht jeden Tag 100 Menschen rein und rausgehen, sondern vielleicht gar niemand mehr. Das heißt, rein die Bedürfnisse und die Ansprüche von den verschiedenen Gruppen, haben sich wirklich geändert und es sind während der Krise bereits im letzten Jahr ganz neue Modelle entstanden, die jetzt auch zukunftsgetriebene Modelle fördern. Und genau diese Nutzung von Gebäude und Infrastruktur voranzutreiben, je nach Bedürfnis. Du hast vorhin das Thema Gesundheit angesprochen. Was für eine Rolle spielt Gesundheit in dem Thema unter dem Titel Smart Cities denn?
Ich kann mir das gerade nicht so konkret vorstellen. Hast du zwei, drei Beispiele? Also, es ist erwiesen, dass Gesundheit in Gebäuden wichtig ist und großen Einfluss hat auch durch Licht, ja, die Lichtqualität in Gebäuden. Das wurde inzwischen Gott sei Dank auch von neuen Regularien und Normen erkannt. Das heißt, es gibt jetzt eine neue Tageslichtnorm, die dann auch besagt, eben, es kommt nicht nur auf die Größe von Fenstern an, sondern es geht wirklich darum, wie viel Licht soll denn in den Räumen und in dem Gebäude sein, damit wir durch die Lichtqualität gesund bleiben. Das zweite Thema ist auch die Qualität der Luft, sprich auch, dass keine Schadstoffe in der Luft sind. Auch das kann man messen und filtern und entsprechend gegenwirken. Und ein neuer Schub in Richtung Gesundheit ist natürlich gerade auch wieder durch Covid-19 entstanden, indem man bewusst sagt, dass man die Luftfilterung entsprechend adaptieren kann, aufrüsten kann, damit auch eine Partikeldiffusion entgegenwirken kann, damit eben keine Viren oder weniger Viren in der Luft im Gebäude vorhanden sind, die uns krank machen können. Und das ist deshalb so wichtig. Und auch, ich sage jetzt mal, gesund fühlt man sich auch immer, wenn man sich sicher fühlt. Deshalb möchte ich auch den Bereich nochmal hervorheben, dass es schon wichtig ist, dass wir uns sicher fühlen, rein auch von aus dem Bauch aus. Ja, da geht es nicht nur um Temperatur, ja, dass ich nicht friere, sondern dass ich genau auf dem Level bin, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Aber auch die Sicherheit, dass wenn ich weiß, wenn ein Ernstfall wäre, wo gehe ich hin, wie komme ich am schnellsten aus dem Gebäude raus. Da gab es auch sehr viele neue Entwicklungen in Richtung Voice, also Sprachalarmierung, dass wenn ein Ernstfall ist, damit die Gebäudenutzer, sprich wir Menschen, sicher aus dem Gebäude auch geleitet werden. Und diesen Schub, den kennen wir eigentlich jetzt erst im Bereich, wenn man sagt, man geht in die digitale Planung und auch in den Betrieb von einem digitalen Gebäudezwilling, damit diese Technologie auch zur Anwendung kommt. Wenn ich nochmal auf das Thema Temperatur als Beispiel eingehe, dann stelle ich mir vor, zum Beispiel, also es hat sich ja erwiesen, dass Frauen irgendwie 2, 3 Grad mehr Raumtemperatur brauchen, um sich wohlzufühlen bei der Arbeit und ihr Produktivitätsmaximum oder Optimum zu erreichen als Männer, dass es da auch mit Sensortechnik lesbar wird, wer mit welchen Temperaturen am besten zurechtkommt oder sogar individualisiert, dass mein Handy dem Raum sagt, was meine Lieblingstemperatur ist für mein Arbeitsoptimum. Solche Dinge werden vorstellbar unter diesem Subbegriff Smart Cities. Ja, unter anderem, und es sind nicht nur vorstellbar, sondern die sind auch echt schon verfügbar. Aber es gibt diese Gebäude, ich kenne die auch in der Schweiz, ich habe das selber angeguckt. Da hat man dann eine App auf dem Handy und man sieht genau, also es ist eine ganze Employee-Journey, die man da erleben kann. Sprich, wo sind Räume frei, wo ist mein Arbeitsplatz, wie ist die Temperatur geregelt, das kann jeder User sich einstellen. Und natürlich gibt es eine Empfehlung vom System, wenn man auch in Richtung Energie denkt. Da wird man dann quasi als Nutzer gesteuert mit dieser App. Und wenn es dann wirklich zum Punkt kommt, dass jemand sagt, ich habe jetzt viel zu heiß und der andere sagt, ich habe viel zu kalt, dann kann man das auch über diese App einstellen mit dem Hinweis, was jetzt aber trotzdem energiekonform wäre. Aber es ist möglich. Und das finde ich natürlich toll. Hast du eine Ahnung, wie viel Produktivitätssteigerung da drin liegt, wenn die Leute sich individuell wohlfühlen am Arbeitsplatz? Gibt es dazu schon irgendwelche Anhaltspunkte? Da gibt es Anhaltspunkte, da gibt es auch Auswertungen, aber grundsätzlich sagt man schon, dass es bis zu zweistelligen Prozent geht, dass die Produktivität steigen kann von allen Mitarbeitenden, wenn sie sich wohlfühlen. In der Kombination Licht, Raum, Klima und auch ja, Einrichtung von Gebäuden, von der ganzen Experience im Gebäude. Und deshalb gibt es auch immer wieder so Schlagwörter, ja, create perfect places, create perfect places to live, etc. Und das kann man schon erleben und das macht was aus, wenn man sich wohlfühlt, Ja. wo man arbeitet, ja. Die NZZ am Sonntag hat gerade einen Artikel publiziert, dass Menschen in schönen Spitälern, in gut gestalteten Spitälern schneller heilen. Also auch das ist etwas, was man vielleicht bisher unterschätzt hat, als man transaktional einfach gute technische Versorgung in den Vordergrund gestellt hat. Richtig. Offenbar spielt die Umgebung in ihrer Gestaltung und in ihrer Atmosphäre auch noch eine zusätzlich heilende Rolle. Das ist interessant.
Jetzt gehört zu diesem Smart Cities Thema auch das Thema Smart Infrastructures. Können wir da kurz eine Begriffsklärung oder Begriffsabgrenzung von dir hören, was das umfasst und bedeutet, bitte? Smart Cities sind diese Lebensbereiche, die ich zu Beginn gesagt habe. Die kann man da so, ich sage jetzt mal grundsätzlich da zusammenfassen: Arbeit, Leben, Wohnen, Mobilität und Kultur. Und Smart Infrastructure geht noch ein Stück weiter, es geht noch darüber hinaus, nämlich die Verbindung zur Stadt, auch mit Energie und dezentralen Energiequellen. Ja, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um erneuerbare Energien, es geht um die Vernetzung über eine Stadt hinaus zu, ich sage jetzt mal, auch zu ländlichen Regionen oder auch zu anderen Städten. Und das ist ein großes, übergreifendes Thema, das eben auch eine gute Vernetzung braucht, um zu entscheiden mit verschiedenen Stakeholdern, wie gestalten wir unsere Infrastruktur, um überhaupt intelligent und nachhaltig jetzt und auch künftig vor allem wirtschaften zu können. Jetzt haben wir in dieser Covid-Zeit erlebt, dass der Föderalismus nicht immer sehr förderlich ist, um genau diese übergreifende Koordination zu machen. Wie erlebst du das in der Planung? Weil da geht es um überkantonale Regionalplanung. Wie funktioniert das? Wie erlebst du Föderalismus, diesbezüglich in deiner Arbeit? Also grundsätzlich muss ich sagen, es funktioniert natürlich immer am besten, wenn die Verantwortung, das Risiko, die Planbarkeit in, ich sage jetzt mal, in einer klaren Führung liegt. Und was ich sehr gut finde, jetzt rein mal nur die Schweiz betrachtet, ja, gibt es ja die Smart City Initiative. Es gibt wirklich schöne Leuchtturmprojekte, die auch in echt begehbar und anschaubar sind in Zürich, in Basel, und so weiter. Und dieser Zusammenschluss, der trägt mehr und mehr Früchte, indem die Leute wirklich zusammenarbeiten und sich die Konzepte zusammen anschauen und zusammen gestalten. Überall dort, wo natürlich jede Stadt für sich natürlich auch entscheiden kann, was ist für uns, beziehungsweise vor allem für die Bürger und Bürgerinnen noch speziell wichtig, kann das ja als Zusatz mit einfließen. Aber grundsätzlich und auch für Digitalisierung in Gänze gesprochen, ist es immer besser, man bringt die richtigen Personen zusammen und die Entscheider, die dann auch sagen, wir machen das, wir setzen das um, wir sind gemeinsam verantwortlich, tragen die Risiken und gehen den Schritt vorwärts. Überall da, wo es viel Diskussionen gibt um irgendein Budget und es geht nicht mehr um die Sache und um das Ziel, nachhaltig zu wirtschaften, wird es schwieriger und der Weg wird auch bekanntlich länger. Das ist in Arbeiten im Ökosystem, glaube ich, ein Grundsatzthema. Ja, also gerade in den großen urbanen Regionen wie der Stadt Zürich oder Genf, die flächenmäßig beschränkt sind und aber ein großes Einzugsgebiet haben, Basel und Genf insbesondere auch noch über Landesgrenzen hinweg, haben wir da schon ordentliche Herausforderungen zu meistern, um das miteinander in Verbindung zu bringen, denke ich mal. Ich denke, im konkreten Projekt, in einem IT-Projekt, das mir sehr gut bekannt ist, gibt es eben super Fortschritte, in dem zum Beispiel dann Basel, Zürich und Bern gemeinsam eine IT-Software gestalten, um gemeinsam denselben Prozess für die Bürger und Bürgerinnen zu ermöglichen. Also ich sehe in den letzten 2, 3 Jahren einen extremen Schwung in der Sache. Trotz Föderalismus, trotz unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Menschen dahinter, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Und ich glaube, wenn die ersten Erfolge da sind und die werden immer mehr, dann wird es sicherlich auch ein Konzept sein, das Bestand hat und auch international nachher im Vergleich auch standhalten wird. Ich spreche in der letzten Zeit mit vielen Menschen, die auch das Thema Data Literacy, also die Fähigkeit der Menschen, mit Daten umzugehen, Geschäftsmodelle draus zu machen, Strategien daraus zu entwickeln, diese auch gut, korrekt zu interpretieren. Diese Data Literacy scheint ein wichtiger Engpass oder eben Schlüssel zum Erfolg zu sein.
Haben wir da Nachholbedarf und was glaubst du, wie können wir unseren Kindern auch auf eine gute Art und Weise, ich weiß, du hast zwei kleine Kinder, ich habe eine Tochter, wir wollen ja wirklich schauen, auch dass die nächste Generation gut vorbereitet ist für die Zukunft. Wie können wir da schauen, dass sie wirklich gut mit diesen unglaublichen Datenmengen, die Smart Cities auch produzieren, umgehen können? Hast du da Ideen, Ansätze? Also ich denke grundsätzlich, das Thema Umgang mit Daten in der Digitalisierung ist ein ständiger Lernprozess, den wir alle durchlaufen. Ja, wir hatten ja am Anfang das Thema, dass wir die Daten erst einmal gar nicht hatten, weil wir die Anbindung nicht hatten. Einfach gesprochen, mit Sensoren können wir die anbinden, man kann Daten sammeln. Wegen dem kann man mit den Daten noch nicht viel anfangen. Dann der nächste Schritt war dann neben den ganzen gesammelten Daten zu gucken, dass die auch dass es sinnvolle Daten sind, die miteinander kommunizieren können. Da geht es um das Thema Formate und Standards, was auch gerade im Baubereich mit Building Information Modeling, Digital Twin sehr wichtig ist, um dann auch eine Intelligenz reinzukriegen, sprich, wenn es jetzt da zu warm wird oder da gibt es eine Gefahrenzone, kommt ein System, das sagt, hoppla, da muss man jetzt reagieren. Und das sind hohe Lernkurven, die wir dort alle machen. Ja, da empfehle ich auf jeden Fall Think Big and Act Small. Also jemand, der sich da noch gar nicht auskennt oder damit befasst hat, selber ausprobieren, finde ich persönlich am wichtigsten. Sprich, selber gucken, das sind die Daten und auch zu sehen, was passiert mit diesen Daten, wenn ich jetzt einen intelligenten Algorithmus XYZ dort einbaue. Wie reagiert das System? Wie reagiert das reale Gebäude? Was sind die Fehlermeldungen genau? Ich glaube, auch das Überprüfen der Resultate ist ein sehr wichtiger Punkt und das dürfen wir nicht verlieren. Das dürfen wir auch nicht nur den Maschinen oder Machine Learning überlassen. Überall da, wo die Kompetenz nicht da ist oder wo wir Lücken haben, auch in der, ich sage jetzt mal, Geschäftsführung, im Verwaltungsrat, kann ich nur empfehlen, diese Lücken zu schließen. Entweder, dass man sich einen Teil davon selber aneignet oder auch Experten und Know-how sich in die Firma nimmt für das. Weil wir werden nicht mehr drum rumkommen. Digitalisierung heißt, vernetzt zu arbeiten und es sind immer Daten im Spiel und es ist deshalb sehr wichtig, auch zu entscheiden, mit wem man eine Partnerschaft vielleicht dann eingeht, um dieses Geschäftsmodell auszugestalten und mit wem vielleicht auch nicht und was man selber macht und was nicht. Ja, die Datenhoheit ist ja natürlich auch wichtig. Und der dritte Punkt ist die Sicherheit. Da gibt es zwei Bereiche. Ich sage immer, das eine ist die Cybersecurity, ist ein Thema, was uns im Verwaltungsrat in den letzten Jahren und auch jetzt immer mehr beschäftigen wird, indem wir sehen, wie anfällig unsere Infrastruktur an vielen Stellen ist oder sein kann. Dem Thema muss man sich gut befassen, und auch eine Datenstrategie erarbeiten. Und das zweite Thema ist die Sicherheit von Systemen, von produzierenden, Gewerben. Ich sage auch immer schon Security by Design. Ja, es ist unsere Aufgabe, in Gebäuden dafür zu sorgen, dass wir Produkte und Lösungen, die wir heute verkaufen, auch künftig in 10 Jahren und noch länger den Sicherheitsstandards nachher genügt. Und das sind komplexe Themen, die sind aber durchaus lösbar, aber sie brauchen ein ständiges Mitlernen und Mitgehen und die Entwicklung geht auch relativ rasant schnell und es muss uns klar sein, wir können nicht alles 100% schützen oder auch gegenüber, sag jetzt mal, Cyberangriffen uns wehren. Wir können sehr viel dagegen halten, aber wir müssen uns wirklich eigentlich täglich damit befassen und die Infrastruktur ajour halten, damit wir hier eine sichere Zukunft gehen. Du hast vorhin noch zwei Begriffe genannt. Das eine ist Building Information Modeling und das andere ist Digital Twin. Die haben was miteinander zu tun, so viel weiß ich drüber. Aber kannst du mal kurz noch das erklären oder definieren, was Building Information Modeling ist und wie man das verstehen soll unter dem Titel Smart Cities, also wo man das unterordnet oder einordnet da? Wenn man es jetzt im Bereich Smart City sich denkt und sich alle Gebäude vorstellt, die in einer Stadt stehen, geht es im Prinzip darum, ein digitales, virtuelles Gebäudemodell sich zu gestalten. Sprich, bevor ich ein reelles Gebäude baue, kann ich das Gebäude in der digitalen Welt mir virtuell gestalten. Und das BIM, das Building Information Modeling, ist einfach gesagt nur eine Art Methode, um das zu ermöglichen.
Das fängt damit an, dass ich einen Schalter, elektrische Leitungen digital darstelle in einem Plan, so wie man es früher eigentlich schon gekannt hat auf 2D. Das geht jetzt auch alles auf 3D und noch mehr, damit man schon mal sieht, ah, wie sieht das Gebäude nachher auch in echt aus. Und bevor überhaupt ein Handschlag auf der Baustelle gemacht wurde oder der Bodenaushub, kann man eigentlich dieses Gebäude so gestalten, dass es unseren Anforderungen genügt. Und es ist der digitale Gebäudezwilling, ist quasi wirklich das Abbild von diesem zukünftig neu entstandenen Gebäude und noch mehr. Auch wenn das Gebäude nachher steht, kommunizieren diese beiden, die virtuelle und auch das echte Gebäude, in Echtzeit miteinander. Sprich, die Performance, die Sicherheit, der Betrieb wird immer auch in der digitalen Welt optimal gesteuert und es kann in der reellen Welt in dem Gebäude selbst Sprachbefehle erteilt werden. Und das ist das Tolle, was alles geht. Die Challenge im Moment liegt eigentlich nicht mehr in der Technologie, weil das ist möglich, sondern wir haben eigentlich zwei Herausforderungen. Zum einen diese vielen Bestandsbauten, die teilweise auch sehr oft in Städten auch denkmalgeschützt sind, um die überhaupt zu digitalisieren. Ja, da gibt es Möglichkeiten, aber man muss diese Grundarbeit auch erstmal tun. Und in den neuen Gebäuden und Konzepten, damit ein gesamtheitlicher Aspekt von allen Stakeholdern, sprich vom Designer, Architekten zum Facility Manager, Gebäudebetreiber bis hin zu allen Menschen und Personen, die in dem Gebäude künftig leben und arbeiten wollen, damit das Hand in Hand geht. Und ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun, grundsätzlich in der Zusammenarbeit mit Standards, mit Normen. Und dem Willen, wirklich dieses Potenzial zu heben. Und wenn du jetzt einem Entscheidungsträger, einer Entscheidungsträgerin im Lift begegnest und quasi in 90 Sekunden erklären solltest, warum investieren in Digital Twins, in Smart City Technologien und, was ist so der Hauptgrund oder die zwei Hauptgründe, die dafür sprechen, wenn man es noch nicht macht? Ich glaube, da würde ich sagen, der digitale Zwillinge sind grundsätzlich das Herzstück der Digitalisierung, weil sie ermöglichen eine nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat es auch damit zu tun, dass diese digitalen Zwillinge eben auch die ganze Komplexität simulieren, die so ein Gebäude hat. Also wenn man irgendwo an der Schraube zieht oder dreht, dass das Effekte hat woanders und dass man diese Komplexität darin auch besser abbilden kann, als dass es der Mensch häufig durchdringen kann, einfach so. Genau, das ist der Vorteil von der Software, die dahinter steckt. Einfaches Beispiel bereits in der virtuellen Planung, sprich das Gebäude steht noch nicht, kann ich das Gebäude so gestalten, dass ich sage, ah, da ist jetzt das Stockwerk, ich nehme jetzt doch nochmal einen Raum dazu, wähle mir die Größen aus, das wird alles auf dem Plan virtuell gezeigt. Ja. Dann kommt eine Software, die simuliert jetzt diesen Gebäudebetrieb. Und wenn wir im Bereich Sicherheit sind, sagt mir dann die Software, ah, das geht nicht, weil wenn in dem Gebäude so viel, in dem Raum so viele Leute drinnen sind, so viele Menschen, und es wäre ein Ernstfall, dann ist diese Tür, wo alle Menschen dann rausgeleitet werden, zu eng und zu schmal. Das heißt, die muss breiter sein oder ich muss zwei Ausgänge schaffen. Und diese Software, diese Simulationssoftware in dem Konstruktionszwilling, so nennt man diesen Teil, ist natürlich Gold wert, weil es wird schon gar nicht falsch in dem Sinne gebaut, sondern es wird dann sicher gebaut. Und da gibt es ganz viele Ansätze und Simulationssoftwares, die das eben ermöglichen, was wir als Mensch vielleicht dann gar nicht mehr sehen aufgrund dieser angesprochenen Komplexität, die du erwähnt hast. Und wir können dann auch eben in einem Krisenfall zum Beispiel neue BAG-Richtlinien für Gebäude und das Arbeiten in den Büros und so quasi online simulieren, im digitalen Zwilling simulieren und entsprechend dann pro Raum entsprechende Weisungen und so zusammenfassen. Also man wird auch agiler in der Ja, korrekten Nutzung. und du hast einen wichtigen Punkt genannt. Ich meine, es geht ja auch darum, wie viele Menschen sind im Gebäude und wie kann der Abstand eingehalten werden in der aktuellen Pandemie. Das geht schon los mit der jeweiligen Zutrittskontrolle und Möglichkeiten. Zum einen, um zu messen, wie viele Menschen sind denn schon drin und dann kommt irgendwann mal eine rote Ampel. Jetzt ist das Gebäude voll, sonst können die Abstände nicht eingehalten werden. Und es gibt eben auch diese Wärmesensoren, die quasi die Temperaturmessung machen. Ja, da wird man gar nicht, es sind einfach so
Da wird man ja nicht angefasst wegen dem, sondern es wird gerade am Eingang gemessen, ah, ist die Person, hat die erhöhte Temperatur, und wenn ja, dann kriegt diese Person erst gar keinen Zutritt erstmal, sondern muss erstmal einen Check machen. Und die Möglichkeiten gibt es, die sind auch im Einsatz, die sind auch bei uns in der Schweiz im Einsatz. Und ich bin überzeugt, es wird noch viel mehr gehen, auch im, ich sage jetzt mal, im Entscheid, welche Materialien werden denn gebaut? Sind diese Materialien denn nachhaltig? Wie tragen diese Materialien im Gebäude dazu bei, dass zum Beispiel keine Viren und Bakterien haften bleiben an gewissen Oberflächen? Oder auch eben durch diese Luftfilterung, dass man genau erkennen kann, oh, da ist jetzt irgendwas vielleicht nicht ganz ideal, und dann werden die Menschen entsprechend umgeleitet und es wird geguckt, dass die Gesundheit dadurch unterstützt wird. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo wir erst noch am Anfang stehen, da bin ich überzeugt. Bevor wir jetzt ins Live-Gespräch gehen, haben wir unsere sechs Lieblingsfragen, die wir allen stellen noch. Und zwar angefangen mit der Frage, welches sind die drei derzeit größten Herausforderungen in Verwaltungsräten? Was erlebst du da? Da sehe ich an erster Stelle sicherlich das Krisenmanagement, was seit Covid natürlich Prio 1 hat, im Sinne auch wieder von Schutz von Mitarbeitenden und Umgang mit der Pandemie. Das Zweite, wo ich natürlich in allen Mandaten sehr viel damit beschäftigt bin, sind die Auswirkungen der Digitalisierung und auch die abgeleitete Transformation. Ja, also die Wertschöpfung heute heißt nicht, dass die Wertschöpfung morgen dieselbe ist, wenn man sie auf digital und aufs Technologiegeschäft ummünzen will, schrittweise. Das ist eine Challenge, die man sicherlich früher nicht so täglich auf der Agenda hatte. Und ich glaube grundsätzlich die Übernahme von Führung in der VUCA-Welt, also in dieser volatilen, komplexen Welt und Unsicherheit jetzt auch politischer Natur und auch von den Märkten international gesehen, sind die drei Challenges, die wir uns im Verwaltungsrat sicherlich immer im Moment stellen. Und Welche Bedeutung hat Vielfalt für dich? als internationale Führungskraft habe ich immer Wert auf Vielfalt gelegt, weil wir ganz unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen von Menschen erhalten, die man selbst mit seinem Background, mit seiner Backstory, die man hat, so gar nicht haben könnte. Also ohne Vielfalt hat man einen klaren Nachteil für den Unternehmenserfolg und auch Wettbewerbsfähigkeit. Im Zusammenhang von Vielfalt wird immer auch über Inklusion gesprochen. Was bedeutet Inklusion für dich? Also jetzt in der Krise noch umso mehr ist Inklusion wichtig, ja, dass die Mitarbeitenden alle mit auf der Reise mitgenommen werden. Grundsätzlich sage ich, Diversität ist schön. Ich sage immer, es ist schön, wenn man eingeladen wird auf den Ball. Aber Inklusion ist ja, wenn Mann oder Frau auf diesem Ball auch mittanzen darf. Und das hat auch wieder mit Führung zu tun und einer guten Moderation. Woran erkennst du eine gute Firmenkultur? Im Moment vor allem daran, wenn sie die Kultur aufgrund ihrer Werte und ihrer Tradition Sicherheit ausstrahlt und gibt, trotz der ganzen Unsicherheit, die vorherrscht. Und welche Art von Verwaltungsräte hättest du lieber mehr davon in den Verwaltungsräten? Also jetzt auch unabhängig natürlich von den Mandaten, in denen ich selber Einsitz habe, Ja, logisch. es ist sehr wichtig, dass wir trotz aller Erfahrung, die jeder und jede mitbringt, offen bleiben für Neues. Ja, aufgrund dieser schnellen technologischen Veränderungen ist es wichtig, dass wir offen sind für Neues und auch mutig den Weg bestreiten. Und was ich mir noch wünschen würde, ist, dass wir trotz den ganzen Aufgaben noch mehr ein Augenmerk jetzt auch haben in Richtung Nachhaltigkeit, und auch im Sinne vom Purpose von dieser Firma, dass das viel mehr noch in die strategische Arbeit mit einfließt. Und die letzte Frage, welche drei Erfolgsfaktoren machen deiner Erfahrung nach gute virtuelle Kooperation aus? Das ist im Moment ja sehr entscheidend.
Das ist für mich ganz klar auch eine saubere Planung zu haben. Also ich finde es wichtig in so virtuellen Meetings, Workshops, Kundengesprächen, dass es klar ist, was ist denn das Ergebnis dieses Meetings. Ja, dass es nicht darum geht, Informationen auszutauschen oder auch am Anfang immer diese Floskeln, bis dann jeder mal erzählt hat, ob es ihm jetzt gut oder nicht so gut geht, sondern dass es wirklich darum geht, das Ergebnis in dieser Runde zu erreichen. Fokussiert und in der Zeit. Das finde ich sehr wichtig. Und die Moderation ist auch sehr wichtig. Das hat auch wieder mit Inklusion zu tun, dass jeder und jede in diesem Meeting, die teilnimmt, auch zu Wort kommt und einen aktiven Beitrag hat. Und das geht meistens nur über eine gute Moderation. Und persönlich bin ich schon immer ein Fan gewesen, ob virtuell oder nicht virtuell, Call to Action. Zusammenfassung, Call to Action am Schluss. Herzlichen Dank bis hierhin. Wir wechseln jetzt zurück ins Plenum und eröffnen die Diskussion im Live-Rahmen. Sehr gerne. Vielen Dank, Esther. Steigen wir also gerne jetzt in die Diskussion ein. Ich habe irgendwie im Verlauf der Diskussion noch ein Stück weit verpasst, Stefanie, dich zu fragen. Das ist mir aufgefallen jetzt beim Zuhören. Du bist bei drei Firmen im Verwaltungsrat. Das ist die Emineo, die haben wir kurz eingeblendet gesehen, mit dem CitySoftNet-Projekt. Es ist die HHM Elektroplanergruppe, die stark in Gebäudetechnologie und Elektroplanung unterwegs ist, und die Securitas für Sicherheit. Und du bist Digitalstrategin. Und bei mindestens zwei dieser Unternehmen habe ich das Gefühl, wozu brauchen die eine Digitalstrategin? Die sind ja selber von der IT oder sehr nahe an der IT. Was ist deine Rolle da in den ersten zwei genannten und auch bei der Securitas? Also wozu setzt man so jemanden wie dich in einen Verwaltungsrat ein? Okay, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich glaube, gerade so im Verwaltungsratsgremium und was braucht es denn für Rollen oder Kompetenzen im Verwaltungsrat, kommt ja immer auch wieder die Diskussion auf, was ist im Moment vorhanden und wo hat es vielleicht Lücken oder wo möchte man sich weiterentwickeln als Firma, als Eigentümer, was ist der Wunsch der Aktionäre? Und bei den ersten zwei Firmen ist es in der Tat so gewesen, dass beide sicherlich Wert darauf gelegt haben, auch von außen eine Stimme reinzuholen, die eine Außenperspektive reinbringt, die sehr viel Erfahrung auch aus anderen Gebieten, Bereichen, Internationalität, Geschäftsentwicklung reinbringt. Aber doch eben gerade auf der digitalen Reise, ich nenne es immer die Digital Journey, bereits Erfahrung hat, wie kommt man von dem Bereich der reinen Optimierung vom aktuellen Geschäftsmodell auch in Richtung Transformation, sprich das Schnüren von ganz neuen Geschäftsmodellen mit neuen digitalen oder auch technologischen Möglichkeiten. Und da habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, das ist durchaus gesucht. Also neben den ganzen anderen Governance-Themen da einen strategischen Fokus drauf zu legen. Ich möchte aber betonen, Digitalstrategie, ja, es geht immer um die gesamte Unternehmensstrategie. Also, dass die natürlich auch digitale Aspekte enthalten kann und muss, ja, eben diesen Teil übernehme ich gerne mit, aber es muss für das gesamte Unternehmen passen, für die Gesamtstrategie. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der allein wahrscheinlich eine Diskussion wert wäre. Und auch bei der Securitas, da ist ein riesen Know-how natürlich da im Bereich der Sicherheitstechnik, im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen. Aber auch hier geht es darum, auch wieder eine Außenperspektive zu haben und gewisse spezielle Digitalisierungsworkshops und Planungen wirklich auch gemeinsam, ich sage jetzt mal, zu gestalten und Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, wir ergänzen uns in allen drei Firmen und Gremien sehr gut. Und das macht ja auch Spaß. Und so ist das dann eben entstanden. Und es ist nicht nur die Erfahrung, die zählt, weil Erfahrung haben viele Menschen in ihren Mandaten schon, sondern es geht wirklich auch darum, den Mut zu haben, offen zu denken, neu zu denken, neue Schritte zu wagen. Und das ist Großfirma wie Kleinfirma, da gehen alle quasi dieselben Meilensteine durch und die müssen sich über Risiken unterhalten. Und ich glaube, wenn man sich da gut platziert und Mehrwert beitragen kann, dann ist das auch eine gute Sache, ob Mann oder Frau, auch im Verwaltungsrat tätig zu sein.
so die Quantifizierbarkeit, die finde ich grundsätzlich auch sehr wichtig. Ja, es gibt ja mit diesem Smart City Index, der von der IMD und auch von der Universität in Singapur ja lanciert wurde, wo die Stadt Zürich ja dann Platz 2 und Platz 3 belegt hat. Da gab es ja ganz klare Kriterien, sehr viele Befragungen von den Bürger und Bürgerinnen, was verstehen sie unter Smart und was spielt da alles rein, damit sich eine Stadt überhaupt Smart bezeichnen kann. Also neben Helsinki, Singapur, Zürich waren so eben die Top 3, wo dann klar rauskam, es gab ganz verschiedene Aspekte, wie sie sich wohlfühlen und sicher fühlen, wie die Energieversorgung ist, wie ist die Luftqualität, Verkehrsstaus und so weiter. Und so ist das Ranking auch entstanden. Drum glaube ich schon, dass es immer mehr auch nicht nur quantifizierbar wird, sondern auch Städte und auch Länder in die Pflicht genommen werden, auch aufgrund von politischen Zielen mit der Energiewende und wie geht es weiter, damit man auch diese Ziele erreicht. Ich gebe dir insofern recht, es wird noch sehr viel teilweise auch drüber gesprochen, darum habe ich auch zu Beginn schon gesagt, alle diese Schlagworte bleiben Worthülsen, wenn man sie nicht mit konkreten Inhalt fasst und deshalb auch mit konkreten messbaren Zielen, was auch für grundsätzliche digitale Themen gilt. Und da sind alle gefordert, ich sage jetzt Gesellschaft, Politik, Gemeinden, Städte, diese Ziele klar zu definieren und zu sagen, ja, bis 2050 haben wir nur noch E-Cars. Und auch den Weg dorthin begleiten, weil sonst bleibt es irgendwie ein Ziel, aber es wird vielleicht nie erreicht. Ja. Ja, also auch da aus meiner Sicht, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt das Smart Home, wo jeder für sich selber natürlich optimieren kann. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, ob man jetzt in Photovoltaik denkt, ob man sich überlegt, eine Wärmepumpe und so weiter. Also da gibt es selber Entscheide und Investments, die jede Person für sich eigentlich auch fällen kann. Und das Attraktive ist natürlich auch überall da, wo Gemeinden, Städte jetzt nicht nur unbedingt nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland, wo das natürlich auch noch gefördert wird und subventioniert wird, gibt es natürlich auch einen entsprechenden Schub und einen größeren Hebel. Und ich sehe natürlich schon, was gerade die Energiethemen angeht und auch Mobilitätsthemen, dass diesen Worten und Programmen nun wirklich auch Taten folgen müssen, weil es in den letzten Jahren ein bisschen schleppend noch war. Und es liegt an uns und es liegt an allen Entscheidungsträgern, die es beeinflussen können, einen positiven Impact auf diesem Gebiet zu erzielen. Mhm. Und es geht aus meiner Sicht auch da wieder nicht mehr darum, wähle ich jetzt Produkt A, B, C oder D. Ja, es gibt sehr, sehr viele, eben gerade im Smart Home. Es muss einfach nachher auch noch funktionieren. Und da kann ich empfehlen, da wirklich Partner auszusuchen, die das ganze Zeug dann, vor allem wenn es daheim ist, auch richtig installieren. Und sonst bringt das Ganze nichts, ja. Ja. Aber ich habe dich ja schon vorhin so verstanden, dass Smart auch bedeutet, dass die Ressourcenallokation optimiert wird. Also dass nicht nur ja. Intelligenz eingebaut wird, sondern auch wirklich der Energieverbrauch optimiert wird, runtergefahren wird idealerweise, CO2-Abdruck und, also die Klimafolgen des Ganzen auch reduziert werden und dass das kein Trade-off ist, diese Smartifizierung und Abfall- und Energiegebrauch, sondern eben auch ein Trade-on werden soll, wo beides gleichzeitig als Synergieeffekt möglich ist. Und ich denke, dass sollten wir uns vor Augen halten, dass das beides miteinander Hand in Hand gehen sollte, weil sonst hat das ja einen Pferdefuß, die ganze Geschichte. Ja, genau. Also und auch die Quantifizierbarkeit, was jetzt CO2-Ausstoß von Gebäuden oder auch von anderen Bereichen angeht. Also ich glaube, da sind wir, gerade in der Gebäudetechnik sind wir da weit. Also es geht wirklich darum, wir können heute CO2-neutrale Gebäude bauen und auch bewirtschaften. Man nutzt dieses Potenzial immer noch zu wenig. Es gilt jetzt wirklich, das umzusetzen, was auch gesagt wird. Ja. Ich mache noch mal eine ganz große Baustelle auf, das Thema Daten und Datenschutz, weil ich bin in einer Arbeitsgruppe mit dem Marcel Salaté, das ist entstanden aus dieser Covid-Diskussion und wir diskutieren aktuell, also gerade heute, über das Thema Freiheit und Technologie, die uns unfrei macht oder eben frei macht und diese Datenschutzthematik, die wird als unfrei machen, transparent machen für die ganze Welt und für staatliche Kontrolle und man möchte sich gegen diese Transparenz
schützen. Was sind da die Konzepte bei Smart Cities, dass wir diese Gefahr der Ablehnung, weil man nicht möchte, dass das Gebäude weiß, welche Temperatur ich gerne habe oder ob ich heute gerade ein bisschen Fieber habe oder nicht, das ist doch meine eigene Freiheit zu entscheiden, ob ich arbeiten gehen will, das ist doch Eigenverantwortung, ich schmeiß mal ein paar Schlagwörter der letzten paar Monate in die Runde. Wie sind die Konzepte für Smart Cities, um mit diesem Datenschutz, persönlichen Datenschutz umzugehen? Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir von den Menschen her, von den Bedürfnissen her, von Bürger und Bürgerinnen her, diese Technologien und diese Bedürfnisse entsprechend dann auch mit Schutzkonzepten abbilden. Ja, also konkretes Beispiel in Gebäuden, du hast es richtig gesagt, ich meine, ich möchte auch nicht wissen, dass jede oder jemand, der ein Gebäudemanagementsystem hat, auswerten kann, wo sich die Stefanie Züllig wie lang wo aufgehalten hat und mit wem gesprochen hat im Gebäude und so weiter. Da gibt es eben die Möglichkeiten, dass diese User, also ich als Person, bin quasi anonymisiert als Avatar in diesem Gebäude unterwegs. Das heißt, man sieht die Daten, aber man sieht nicht, wer die Person wirklich ist. Also die Möglichkeiten gibt es, die wurden auch letztes Jahr vorgestellt in einem schönen Projekt im Gebäude im Safe in Basel, wo es auch eine tolle Collaboration gab von verschiedenen Firmen, die das anschaulich dargestellt haben, was eben möglich ist. Und das greift ja dann wirklich nicht ein in meine Persönlichkeitsstruktur oder Grenzen, sondern zeigt eigentlich, was alles möglich ist und auch zum Schutz und zum Guten gedacht ist und trotzdem anonymisiert bleibt. Wir sehen im Moment, also ich glaube, die Bedürfnisse müssen besser abgeholt werden und vor allem auch die Kommunikation dazu muss passen. Gegenbeispiel aktuell mit das ist ein ganz anderes Thema, ich möchte es nicht mit dem mischen, aber wir sehen ja auch, wie die Menschen mit gewissen Daten und Sicherheit umgehen wollen. Also auch das, die neue App mit Clubhouse, die jetzt überall einen riesen Hype hat, wo eigentlich jeder weiß, es ist nicht sicher. Ja, da kann ja auch jeder mithören. Da entscheide ich ja auch, gehe ich da mit und was erzähle ich denn da? Wo werden meine Daten gespeichert? Irgendwo in Nordamerika? Was wird damit gemacht? Trotzdem ganz viele User drauf. Aber der Entscheid, ob und was, muss ja immer noch von uns kommen und von jedem einzelnen Anwender. Und ich möchte es eigentlich nur wiederholen, die Möglichkeit ist da, die Technologie ist gegeben, man kann das alles sauber und sicher umsetzen. Man muss es aber auch besser noch kommunizieren und klar machen, was es dafür braucht. Ja. Mhm. Also es kommt nicht von alleine, sage ich mal, so meine Erfahrung. Also das Gottlieb-Duttweiler-Institut sagt ja, fast in jedem Beitrag einer öffentlichen Veranstaltung zu jedem Trend gehört ein Gegentrend. Und deswegen kann man da sicher sagen, ja, diesen Gegentrend wird es bestimmt auch geben, weil einfach an zu vielen Stellen des Lebens man gar keine Lust mehr hat auf diese ständige Verfügbarkeit, diese Dauerberieselung an Informationen und vor allem auch keine Lust mehr darauf hat, dass alles automatisch um einen herum gesteuert wird. Also vermutlich ja. Was denkst du drüber, Stefanie? Ja, also ich gebe dir recht, es gibt zu jedem Trend auch Gegentrends. Im Zuge vom jetzigen Trend, wenn wir sehen, wie viele Devices täglich und jährlich miteinander verbunden werden, weltweit, glaube ich, das Thema, seit IoT den Schwung gemacht hat und die Welt vernetzt wird, kommt man gar nicht mehr drum rum, ohne Vernetzung zu sein. Ich glaube eher, wenn ich es jetzt mal auf die Städte münze, also ich habe letztens auch noch mal ein bisschen philosophiert und über Städte nachgedacht. Ich glaube, es wird sich, die Vernetzung wird schon sein, aber es wird sich ein bisschen rauskristallisieren. Was ist denn eine smarte Stadt, beziehungsweise was sind die Werte und die Grundhaltungen dahinter? Und was ist so eine Art Stadt in der Stadt, also so Singapur als Stadtstaat? Ich meine, wenn man sich das anguckt, was bei denen so gilt, oder auch in London oder bei uns in Zürich, dass man sich wie ein bisschen so aussucht, in welchem Umfeld möchte ich denn überhaupt künftig leben, ja? Und zwar nicht mehr nur pro Land und pro Wertesystem, sondern dass ich das wie so in gewissen Formalitäten und Städten vielleicht auch
entwickelt in die Richtung, ja, und dass man sich dann ein bisschen so aussucht, in welchem Bereich man eigentlich selber leben will. Ich glaube, ein grundsätzlicher ganzer Gegentrend kann ich mir im Moment so nicht vorstellen, dass sich der dann auch umsetzen oder durchsetzen lässt, und wenn dann nur sehr klein, weil ich glaube dran, es hat so viel Gutes, was wir auch jetzt schon nutzen können, und es gibt noch so viele Neuentwicklungen, die wir im Moment noch gar nicht im Einsatz haben, dass wir als Menschen wirklich davon profitieren können, wenn wir es gut machen, ja, und uns nicht nur auf irgendwelche künstliche Intelligenz etc. nur stützen und schauen, was die mit uns machen, sondern dass wir das schon noch selber kontrollieren und anschauen und auch verstehen. Und ich glaube, das ist auch das neue Kompetenzfeld für uns als Führungskräfte, Verwaltungsräte, dass wir das aktiv mitgestalten und dann wirklich was richtig Gutes draus machen. Danke, schönes Schlusswort. Wir haben jetzt weiterhin jeden Monat solche Gespräche vor und werden uns über China-Strategien und Industriepolitik in China, über Data Literacy ganz vertieft nochmal auseinandersetzen. Wir haben verschiedene Themen rund um auch Kreislaufwirtschaft vor uns. Ich weiß einfach noch nicht, wer wann dran ist, sonst würde ich das jetzt noch sagen. Aber auf jeden Fall wünsche ich für heute einen sehr schönen Abend und wir freuen uns, euch bald in dieser Runde oder andernorts wiederzusehen. Und wir freuen uns auch besonders, wenn es wieder möglich ist, sich persönlich zu sehen, anzustoßen und einen Wein zu trinken, weil das ist ja auch was Schönes eigentlich. Aber das dauert noch eine Weile. Schönen Abend, Wiederschauen und auf bald. Schönen Abend zusammen. Danke. Danke. Tschüss. Bleibt gut. Tschüss.